Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kartenshop-Simulator. Jupp. So. Letzte Folge haben wir das Update gekriegt, mit dem Kartenhandel. Und dass unsere Angestellten die Preise einstellen können. Ich finde, man müsste jetzt nur einstellen können, dass er die zum Beispiel nicht einstellt, sondern nur die Preise für Ware. Nicht die Preise für die Karten, die man verkaufen möchte, weil da macht das definitiv falsch. Ja, er wird bis jetzt noch jede Karten verkaufen können. Die, was bloß 3 Cent kostet, wäre für 50 Euro verkauft. Das hat funktioniert. 50 Cent ist unser Mindestbetrag. Da war es natürlich toll, wenn man das bei dem Song kann oder wenn er das einfach so macht, wenn man das haben möchte. Aber das war natürlich wieder zu schön. Wir sind natürlich auch wieder zum Einprogrammieren und schauen, was da noch kommt. Auf jeden Fall sagt man, dass der oder die Entwickler auf jeden Fall noch dran sind und noch was Neues bringen. Nur ein Update kommt und das gefällt mich. Bin mal gespannt, was da Neues kommt. Da kommt auf jeden Fall nur Müll. So, dank unserer Angestellten haben wir viel Zeit zum Päckchen aufmachen. Aber es kommt nichts Gescheites. Da ist wieder ein Neuer dabei zumindest. Diesmal ist nichts dabei da. Da geht's schon wieder zu wie Hölle. So mag ich das. Wie schauen die Lagerregale aus? Du oder noch was da? Gut aus. Nein, passt schon. Mach du dem, was du auch immer tust. Ja, zu zweit haben sie es relativ gut im Griff. Wie viel braucht man da noch? Oh, immer nur 2000. Soll ich mehr Tische aufstellen? Ich weiß nicht. Oder zumindest mal den Laden erweitern. Um 2. Das heißt, das waren 3000, 4000 Euro ohne. Schwierig. Sehr gut. Jetzt möchte ich irgendeine Katze rein. Okay. Die Aufnahme-Cookie. So. Müssen wir wieder Packs öffnen. Jetzt du da hergucken. Ja. Direkt vor mein Gesicht. Ein Zehner, naja. Naja. Was hast du zum Anbieten, Fräulein? Kaufen. Wie gesagt, da ich nicht weiß, ob ich die schon hab oder nicht. Das ist halt echt bescheiden. Guck, ich schau, ich hab da extra einen Gaming-Stuhl gebaut. Dass du neben mir sitzen kannst. Mhm.
Kannst du den eigenen Gaming-Stuhl, meinen alten. Der steht neben mir, da kann er sich drauflegen. Ich habe zwei Duftspray, ich hab zwei mit Duftspray. Die Karten sind aus, das sind die roten und die gelben. Ist die da? Die sind auch aus. Uiuiuiui. Dann kaufen wir einfach Folie, wir wollen's noch. Dann kaufen wir zwei große Packs. Kaufen wir auch zwei. A2 auch. Da verkauft das eins, das ist scheiße. Da verkauft man zwei, der andere war kacke. Und schon wieder 1400 Euro beim Teufel. Ah, die Big Packs sind da aus, hat das mir nicht gewusst hätte. So. Nachbestellt, 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 alles nachbestellt. Gut, okay, das Viechzeug gerobbt. Die da. Rollen haben wir noch alle. Spiele haben wir auch noch. War das auch noch da? Spiele. Ah, das ist aus, schau. Oh, das ist auch aus. Nehme ich Arbeit ab, gehen die mir ein paar ausrahmen. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Zumindest hat sich das Pack schon wieder abbezahlt, die ganze Kiste. Sie abbezahlt. Aber so richtig, so wie letztes Mal. Letzten Folge, glaube ich, war das, wo wir ein paar Tausend ausgezogen haben, das war toll. Nein, mit dir habe ich nichts zusammen. Gut, geh weg. 5 Euro. Wie gibt da 2,50? Okay, 3. 3,25 Euro. Dann lass das bleiben. Klaus. Miefst wieder. Preis festlegen. Selbst damit 20% drauf, nehmen Sie es mit. Sehr gut. Licht. Ist da mal endlich was los hier? Jetzt gehen wir mal wieder eine Geisterkarte, war nicht schlecht. Eine Geisterkarte. Mal eine Geisterkarte.
Wird wohl nix. Ganz viel 3 Cent Karten. Schade, schade, schade. Die Tische füllen sich, das ist gut. So, jetzt Kim, spuck was aus. Machen wir jetzt ein paar bei dir. Über 2 Euro waren, 6 Euro. €558, ja Mann. 29. Aber bei dem, was die Leute ja tauschen möchten mit mir an Karten oder handeln möchten, sagen wir, dass die echt die Frecher aus den Packungen aussuchen. Und ich? Nicht. Ja, da ist es gut. Ist noch vorhanden? Ja. Unsere Besten. Was bleibt mir über, außer Päckchen aufmachen, wenn die Jungs die ganze Arbeit erledigen? Man weiß es nicht. Wenn wir 15.000 haben, erweitert man den Laden. Um mehr Tische hier zum Stellen. Oh, ich habe meine Rechnungen noch gar nicht bezahlt. 14 Euro, 27 Euro. 32 Euro, ja, jetzt aber. Aber, hä? So, meine Rechnung immer nur zahlen. Habe ich halt noch gar nicht. Und schon schaut es gar nicht mehr so gut aus. Eieiei, ja, da schaut's, gell? Oh ja. Nichts. Davon aber genügend. Das war toll. Ah. Dann machen wir den auch noch auf, weil es schon wurscht ist. Nix. Nix. Nichts, jetzt möchte die Katze wieder raus. So. 11 Euro. Wieder mal nichts. Nichts, nur Nieten. Ach, der Kassierer ist schon wieder heimgegangen. Das nervt mich, dass der heimgeht einfach. Das sind Überstunden mal, der Hund. So, Lager ist alles nur mindestens einmal da. Gut. Schaut auch noch gut aus, da auch.
auch. Da müssen wir ein bisschen nachfüllen. Sehr gut. Wie läuft's bei euch? So, weil wenn wir den Laden erweitern, wenn da um zwei Stück, das sind, das, ne, das sind 4.000. Also bei 14.000 da den Laden erweitern. Ich hätte gern 5 Sterne Bewertungen, aber da fehlt es immer ein bisschen. Bester Shop. Und dann gibt er bloß 4 Sterne. Warum? Warum? Gibt es eigentlich neue Regale? Nicht, gell? Nee. Da gibt es nichts Neues. Breites Regal. Nächste Lizenz dauert auch noch ewig. Ist dann ab Level 40. Die epischen Schicksalspakete, Boosterpakete. Und dann nur die legendären. Ab 33 gibt es das hier. Okay, wir sind durch. So, was der neue Tag bringt. Öffnen. Und schafft. Gern wieder alles jetzt zu Ende. So, gut. Und schauen wir, wo die Reise heute hingeht. Theoretisch muss ich ja nichts nachkaufen, also ist nur da. Ah, da möchte ich wieder nicht tauschen. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe, aber ich gebe da einen 20 dafür. Okay, 22. Kommst du einmal zur Arbeit? Das ist aber nett. Und du hast ein Loch in dein T-Shirt. Eieieiei. Bin ich dafür dumm, echt noch zum Rammer. Was hast du im Angebot? Für 8 Euro. 6 Euro. Das ist mein letztes Angebot. 6,25. 6,10. Akzeptiert. Gut. Das ist ganz schön Fellöcher in deiner Klamotte. Junge Dame. Naja, fängt schon nur ein paar. Ich kann mal höchstens bearbeiten. 33 Euro. 33 Euro kostet es bei uns. Woanders zahlt es ja viel mehr wie bei uns. Gib mir jetzt wieder da einer. Ist irgendwas aus? Der Spül ist aus. Aber das kann man nicht vorstellen. Liegt das nicht da draußen rum? Nö. Mr. CIA mit die Klapperl. Was hast du? Bonnie? Auf keinen Fall. Ja. Junge, was denkst denn du? 30 Euro. Nein, dann nicht. Kann ich meine Kohle da so aussehen? Tut mir sorry.
Haben wir nur sehen die Booster Packs. Die großen. Ne, haben wir nicht. Ich habe gar keinen Platz dafür. Ich weiß ja gar nicht, wie wir es noch haben. Nein, Bücher und anderer Schnickschnack. Was bist du drin? Hüllen. Ja, dann müssen wir die wieder bestellen. Eieieiei. Davon zwei Stück. Danke. Kaufen. Eins ist meins. Und eins könnt ihr haben. Da. Da. Hab ich gesagt. Das ist meins. Finger weg. Schauen wir, ob da uns das Glück hold ist. Heißt immer, das Glück ist ein Rindviech und sucht seinesgleichen, gell? Aber anscheinend bin ich noch kein so Rindviech, ich weiß nicht. Geisterkarte. Ja, 44 Euro schon mal besser wie nichts. Der Rest schon mal Müll ist. 20er. Ist er der Burner? Sind ja echt super schön illustriert, gell? Also kann man nichts sagen. Gefällt mir schon. Schau mal, wie es drin ausschaut. Lagerregal. Alles nochmal vorhanden, sehr gut. Schaut's da aus. Da kann man wieder auffüllen. Anpassen. Sehr gut. Was hast du zum Anbieten? 1500 Euro. Tausch gegen den. Ich hab den nicht und ich hab den nicht. So viel ich weiß. Sorry. Wird dann nicht so blau hin nachkauft? Ja, haben wir noch. Also bloß nicht mehr auffüllen. Jetzt haben wir zwei Regaleinräume und den Kassierer, aber irgendwie kommen die immer noch nicht nach. Aber ich kann jetzt nicht nur einen einstellen. Das kostet ja alles sehr Geld. Wir möchten eigentlich erweitern. Sind wir 90 Euro, 11 Euro. Zumindest die Box ist schon mal zahlt. Das letzte Pack für heute. Hoffe, glaube ich. Schätze ich. Wahrscheinlich nicht.
Nix gut. Nix gut. Wenn man gleich Lichter schön, ist schon ganz schön dunkel. War nix gut. Wieder leer. Habt ihr schon gesehen, bin gleich bei dir. Dann Huni, hä? Okay. Was ist denn da? Na, mehr kann ich mir nicht leisten, tut mir leid. Es geht einfach nicht. Packs. Packs, Packs, Packs. Zwischen Packs brauchen wir zwei. Ich möchte das erfüllen. So. Schicksalskarten, genau. Wandeln. Mach manchmal vier. Okay, mach mal zwei. Nein. Kann ich bloß eine Schachtel nehmen, das ist auch Blödsinn. Was haben wir da? Automatischer Preis. Ja. 11,90, weiß ihr Satz. Dafür da 50. Fast auch wieder. Leben und leben lassen, meine Damen und Herren, leben und leben lassen. Spiele gingen weg, das kann ja nicht sein, die habe ich doch erst gekauft. Spiele, die Facke. Gut, Spiele gingen eh separat. Hier haben wir als so ein Sehne, als Sichers. Spiele, so. Rest haben wir noch. Ah, das komische. Ah, das ist das da. Das ist das da, dann 3 da. Also passen bloß immer zwei eine, stimmt. Das war das Problem. Deswegen kann ich die nicht zusammenführen. Aber ihr macht es schon, ihr macht es ganz gut. Jungs, bin ganz stolz auf euch. So. Der hat wieder eine Karte zum Verkaufen. Schauen wir mal, was hat er denn? 3 Euro. Gibt es einen Zwickel, hä? Nicht? Dann lass das bleiben. Gern der wieder eigene. Oh, jetzt laufen die Tische gut. Dreißig Spieler am Tag haben wir schon, aber das dauert dann ewig, bis wir da die 5000 haben dann. Oder was waren es? 4000? 5000. Ja. Wenn man 30 pro Tag kommt, das dauert schon eine Zeit. Entschuldigung. Ah, die Packs gehen weg. Und nochmal zwei. So. Und okay, machen wir bloß eins.
Ah, ich glaube, in der nächsten Folge können wir dann upgraden. Also der Kassierer ist wieder angegangen. Ja, Entschuldigung. Kinder, wie schaut's da aus? Kauft sie noch was? Jetzt müssen wir mal einen Schluck trinken, meine Stimme wird ganz heiser. Boosterpack. Sehr gerne, die Dame. Und du nimmst nix? Auch nicht schlecht. Dann zupfte. Gut. Dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Like und Kommentar war wunderbar. Und ein Abo natürlich auch. Bei Game of Friends. Bis dann. Servus.